Okay, ich würde sagen, wir gucken uns das nächste Video an. Die widerlichsten Aktionen der Bild. Ich finde es ziemlich interessant, dieses Thema. Na. Na, ich bin aus Scheißnährung. Ich habe die Schnauze voll hier. Ja. Also bitte, bitte mal. Einfach mal, Leute, ja, ich bin ein Scheißnährung und jetzt eskalieren wir aber jetzt mal hier, ne? Ich habe die Schnauze voll von dieser Scheiße. Ne? Deswegen, ich raste jetzt hier gleich mal so richtig aus. Kotzt mich das an. Jedes Mal die gleiche Scheiße hier. Bei Chasnero muss ich mich immer richtig drüber aufregen, dass er immer so eine Scheiße hochlädt. Kotzt mich richtig an, die widerlichsten Aktionen der Bild. Was ist das für ein Scheiß-Thema, Nero? Kotzt mich das an, Alter. Das klingt schon ziemlich schlecht. Natürlich klingt das schlecht. Sollte ja auch so sein. Das klingt wie aus dem Führerbunker. Hast du gesagt, ja? 10 Minuten nach diesem Video hier gehe ich live. Erster Link in der Beschreibung. So, Kleine die Frage ist, ob der jetzt live ist. Das Video, nee, das Video ist von gestern. Shit. Vorwarnung: Das Video hier beinhaltet richtig harten Tobak. Keine Angst, auf das Zeigen von explizitem Material verzichte ich selbstverständlich. Trotzdem ist das hier wahrscheinlich nichts für schwache Nerven. Ich habe euch gewarnt. Habt ihr jemanden in der Familie, der trotz mehrmaligen Hinweisen von euch, was sie da gerade für einen Schund in der Hand halten, partout nicht davon absehen wollen, die Bild zu lesen und immer noch den Glauben haben, dass das Revolverblatt richtig und wichtig ist? Vater, Mutter, Oma, Opa, Onkel Werner und Onkel Harry nach dem 15. Bier in der Ecke der Gartenhütte? Zeigt ihnen dieses Video. Ganz vielleicht bringt es ja was. Aber auch nur vielleicht. Für die, die sowieso wissen, was die. Hand aufs Herz, wenn wir jetzt mal ehrlich sind, ne, dann zeigt das niemand seine Tante oder sein Onkel oder seine Oma oder sein Opa, weil das halt eher so Videos trotzdem für die Jugend ist oder für zwar Erwachsene, aber jetzt nichts, was man jetzt trotzdem seinen Eltern zeigt. Wie zum Beispiel Fire Gordon, als er gesagt hat, ja, dass meine Videos, die sollen so sein, dass es auch eure Großeltern angucken können oder dass eure Eltern angucken können, um das zu verstehen. Ja, und dann kommen Videos mit Gameplays und wo man sich so denkt, Alter, wenn ich das meinen Großeltern zeige, die würden mir sagen, Junge, was ist das für eine Kinderkacke? Tu das mal, mach das mal bitte weg, auf den höre ich doch nicht. Oh Mann, geil. Deswegen, die meisten zeigen das eh nicht irgendwelchen Familienmitgliedern. Obwohl es manchmal sinnvoll ist. Bild für ein Ranzblatt ist, also hoffentlich 99,5% meiner Bitte ich Zuschauer, nicht so wird hier böse. nochmal schön verdeutlicht und intensiviert, was sie sich in der Vergangenheit alles geleistet haben, von dem ihr mit garantierter Sicherheit nichts mitbekommen habt. Wirklich, ihr denkt, die Bild ist Abfall. Aber glaubt mir, ihr habt nicht den Hauch einer Ahnung, womit wir es hier eigentlich zu tun haben. Hört sich komisch an, aber wirklich, ich habe mit einigen gerechnet. Aber das hat selbst mich geschockt, was ich da gesehen habe. In meinem Video über das Aaron Troschke Bild-Fiasko habe ich ja kurz einige der Rügen angesprochen. Während ich darüber geblubbert habe, kam ich auf die Idee, ein separates Video darüber zu machen. Die Frage war nur, juckt euch das überhaupt? Da ihr das Video hier seht, scheint es so gewesen zu sein. Easy, free Content, Alter. Ihr könnt mir auch gerne zeigen, ob ihr einen zweiten Es hat Teil. halt auch, das ist halt einfach Just Nero, ne? 268.000 Abonnenten nach einem Tag 100.000 Aufrufe. Junge, das ist so stark eigentlich, ne? Und auch seine Community 20.000 Likes zu 100 Dislikes. Krass. Also der Typ hat halt eine Community, die ist halt geisteskrank. Hiervon sehen wollt. Falls ihr auch liked Heftig. das Video und schaut es bis zum Bei Ende, mir dann sehe nicht. ich ja anhand der Bei mir Bewertung der nicht. Statistik, ob es euch zugesagt hat. How-to-Algorithmuspflege betreiben, nenne ich sowas. Ihr wisst ja, dass Watchtime und Bewertung gut für die YouTuber sind. Brauche ich euch nicht erklären. Jo, falls jemand das letzte Video nicht gesehen hat und deswegen nicht weiß, was eine Rüge ist, schämt euch. Ich bin ja netten. Ne? Deswegen erkläre ich jetzt nochmal, was eine Rüge vom Presserat ist, was sie für Folgen hat und wann sie überhaupt ausgesprochen wird. In dem Part jetzt wird aber nicht nur trocken erklärt, was eine Rüge ist, sondern auch, wie es da mit der Tragweite aussieht, was es für Konsequenzen gibt und so weiter. Ist also wichtiges Wissen, um das Video hier zu verstehen. Solltet ihr trotzdem keine Lust darauf haben, blende ich euch einen Timestamp ein, damit ihr das hier skippen könnt. Mein Tipp, Jo, ja. macht aber mal nicht, ne? So, aufgepasst. Zeitung macht Mist. Sehr, sehr großen Mist. Presserat sagt, ah nee, Bro, mach mal nicht. Okay? So eine Rüge wird nur bei richtig harten Verstößen gegen den Pressekodex ausgesprochen. Man muss es förmlich darauf angelegt haben, so einen Denkzettel vom Presserat zu kassieren. Im Groben beinhaltet der Pressekodex halt Verhaltensregeln für Journalisten, die nicht gebrochen werden sollten. Besteht der Verdacht, dass ein solcher Journalist den Pressekodex, anstatt ihn zu verinnerlichen, mit ihm Zweckentfremdung für Klopapier betrieben hat, möglicherweise wegen akuter Knappheit dank bekloppter Hamsterkäufer, kann man sich an den Beschwerdeausschuss von dem Presserat wenden. Jeder kann das Vorgewerk machen. Wichtig ist halt nur, dass man sich konkret auf die Ziffer, gegen die verstoßen wurde, bezieht. Das wird dann geprüft und sollte tatsächlich ein Verstoß erkannt worden sein, kann der Rat dann eine Rüge aussprechen. Allerdings ist es halt das allerletzte Mittel. Also, aber wenn ich das hier schon sehe, Schutz der Persönlichkeit, dann müsste doch Bild nicht 200 haben, sondern 2000 haben, so viel wie die öffentlich, oder so viel wie die
unzensiert veröffentlichen, um jemanden bloßzustellen. In Bezug auf Sanktionsmöglichkeiten gibt es dann noch einiges anderes. Wie gesagt, das wird nur in unfassbar schweren Fällen gemacht. Die Überprüfung kann zu folgenden Ergebnissen kommen. Der Presserat sagt, nee, da liegt kein Verstoß vor. Vielen Dank für das Verschwenden unserer Lebenszeit. Na gut, wird wahrscheinlich nicht so kommuniziert, aber man denkt sich halt seinen Teil. Die zweite Option wäre, dass die Beschwerde zwar begründet war, aber die Notwendigkeit einer Rüge nicht vollständig erfüllt wurde. Beispielsweise, wenn man mal kurz den kleinen Finger so ins Fettnäpfchen reingehalten hat. Wurde aus dem kleinen Finger die ganze Hand, erfolgt ein Hinweis vom Presserat an die entsprechende Redaktion. Ja? Die sagen dann, war nicht so ein geiler Move von euch. Fanden wir nicht so toll. Tunkt man aber den ganzen Arm rein, folgt eine Missbilligung vom Presserat. Noch ein Ticken schlimmer und die Redaktion kassiert eine nicht öffentliche Rüge. Hat man aber einen Köpper ins Fettbecken gemacht. Anders gesagt, man hat maximale Scheiße gebaut. Also wirklich komplett reingeschissen, erfolgt eine öffentliche Rüge. Bei dem einen oder anderen brennt die Frage im Hinterkopf, was Alter, so... Okay, wenn die Bild 200 öffentliche Rügen hat, dann ein dickes GG in den Chat. Ach du Scheiße, ja gut, dann müssen die richtig reingeschissen haben. Rüge denn überhaupt für Konsequenzen hat? Ich muss euch leider enttäuschen, gar keine. Auch wenn ich wünschte, dass es so wäre. Das Einzige, was halt passiert, ist eine Beschädigung des öffentlichen Ansehens, gerade weil Konkurrenzmedien dazu tendieren, sich auf diese Rüge zu stürzen. Dass das öffentliche Ansehen Hand in Hand mit verteilten Rügen geht, sagt uns ja schon diese Statistik. Übrigens ist mir im Aaron-Video klar. Ey, jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, 219 Rügen. Ja, danach die BZ mit 21. Junge, wie krank eigentlich. Aber die können sich halt erlauben, weil die halt mit Abstand die mächtigsten sind, was das angeht. Wie einfach jetzt gerade jeder in Chichi in den Chat schreibt, Ehre. Kleiner Fehlerpass. Ich habe ja erwähnt, dass die Bild doppelt so viele Rügen kassiert hat wie Platz 2 bis Platz 7 zusammen und dass da so ein minimal erkennbarer Unterschied zwischen Platz 2 und Platz 1 herrscht. Was ich zu dem Zeitpunkt nicht wusste, Platz 2, BZ, gehört ebenfalls Axel Springer. Ja gut, Upsi, ne? Oh, ich habe ja noch vergessen zu erwähnen, wofür eine Rüge überhaupt gedacht ist. Der Sinn ist eigentlich, das Vertrauen zu Journalisten zu warnen, damit es nicht so rüberkommt, als hätten die einen moralischen Freifahrtschein wegen ihrem Beruf. Man könnte Medien im Prinzip, weitergespinnt, schon fast als vierte Gewalt neben Legislative, Exekutive und Judikative bezeichnen. Da ist Vertrauen der Bürger natürlich relativ wichtig. Hat aber auch super geklappt. Ich denke, langsam können wir uns mal den eigentlichen Rügen widmen. Wie gesagt, das wird harter Tobak. Wir fangen an mit einer nicht öffentlichen Rüge. Wie ihr vorhin erfahren habt, ist das ja nur die vorletzte Stufe. Müsst ihr im Hinterkopf behalten, es wird noch schlimmer als das, was ihr jetzt zu hören bekommt. Ihr seht den jeweiligen Zifferntext, gegen den verstoßen wurde, immer kurz eingeblendet. Pausiert, wenn ihr den lesen wollt. Den Text, den ihr jetzt zu sehen bekommt, könnt ihr euch aber auch gerne merken. Die Bild ist nämlich ein großer Freund der achten Ziffer. Wie ich im Laufe meiner Recherche dann doch relativ schnell festgestellt habe. Bild zeigt Krebstoten gegen Willen der Angehörigen. Junge, und das ist übrigens noch eine Vorstufe, ja? Das ist nicht mal so schlimm. Bild zeigt Krebstoten gegen Willen der Angehörigen. Verstoß gegen Ziffer 8, Schutz vorstellen. Der Persönlichkeit. Die Bild hat über die Krebstherapie eines jungen Mannes berichtet, dessen Bruder zuvor an Hautkrebs gestorben war. Unser liebstes Lieblingsrevolverblatt ist jetzt auf den Trichter gekommen, dass es eine wirklich grandiose Idee wäre, ein Bild des Verstorbenen der Öffentlichkeit zu präsentieren. Die Bild zitierte übrigens nebenher noch die Mutter des Verstorbenen. Da gibt es aber nur ein Problem. Die gute Frau hat sich gegenüber der Bild nie geäußert. Weitergehend ein Interview explizit abgelehnt und die Bild darum gebeten, auf eine Publikation zu verzichten. Die Frau wollte das nicht. Daran hat sich die belastend informationslose, leistungsschwache, dumme Zeitung selbstverständlich auch gehalten. Ist ja klar, wir reden hier von der Bild. Du kriegst die Tür nicht zu. Wie wenig Empathie kann man im madigen Leibe haben? Jetzt kommt aber noch der Knaller. Die Bild hat sich nämlich gerechtfertigt. Die meinten, doch, doch, die Frau hat sich lange mit der Redakteurin unterhalten. Und überhaupt, die Bild hat das Foto ja woanders her, weil sich die Mutter geweigert hat. Bemerkt ihr so eine klitzekleine Ungereimtheit? Hier haben wir es aber mit einer klassischen Aussage-gegen-Aussage-Situation zu tun. Deswegen kam es auch nur zu einer nicht veröffentlichten Rüge, weil gegen das Persönlichkeitsrecht... Mich würde es mal interessieren, was da für Strafen dann da sind. Also bekommt Bild dann auch mal eine richtige Strafe für eine Rüge? Weil gerade beim Persönlichkeitsrecht oder so oder Datenschutzrecht, die müssen die doch auch mal ordentliche Strafen verteilen, weil die Bild hat ja eigentlich so eine Reichweite, da muss doch eine Strafe irgendwo noch mit dazukommen. Also keine Ahnung, aber wenn da keine Strafe mit dabei ist, dann weiß ich auch nicht, was da los ist. Da können die irgendwelche Sachen können die dann veröffentlichen, was am Ende gar nicht stimmt oder die posten einfach ein Bild von dir, du willst das eigentlich gar nicht und dann bist du überall öffentlich zu sehen. Und das mit irgendeinem falschen Text oder du willst das eigentlich gar nicht. Chichi an der Stelle. Des Toten verstoßen wurde. Das war Rüge 1. Nummer 2. Bild verhöhnt Mordopfer. Verstoß gegen Ziffer. Ratet mal.
Richtig, 8. Schutz der Persönlichkeit. Ein Rentner wurde von einem 20-Jährigen erschlagen, der zuvor anscheinend Kontakt mit dem Rentner hatte. Ja. Nicht nur druckt die Bild wieder einmal ein Foto des Opfers ab, dieses Mal gibt es noch Zusatzinformationen wie Vornamen, Anfangsbuchstabe des Nachnamens, sein Alter, ein Foto von dem Haus des Opfers samt Straßenname. Also kurz gesagt, die Bild hat den Rentner postmortem gedoxt. Darüber hinaus spekulierte die Bild über mögliche gleichgeschlechtliche Vorlieben des Verstorbenen und stellte die Frage, ob er möglicherweise zu 3 Buchstaben gierig gewesen sei und das halt deswegen passiert ist. Verdammt nochmal! Unser banal beklopptes Boulevardblatt hat sich aber wieder einmal gerechtfertigt und bezieht sich auf Polizeiberichte. Die Bild hätte ja nur helfen wollen bei der Tätersuche. Ist halt echt krank, ne? Ist halt echt krank, Real Talk, dass sie sowas machen, ne? Die haben ja auch bei Familie Ritter, ja? Also das war nicht die Bild, ne? Aber wir kommen ja auch noch mal dazu. Ich glaube, Spiegel TV, wer war denn das? War das Spiegel TV oder? Nee, Stern TV. Stern TV. Die haben auch einfach die Adresse von Ritters veröffentlicht. Wo ich mir so denke, what the fuck, Alter, was ist bei euch los? Kein Wunder, warum dann dort die ganze Zeit übelst viele Leute hinmachen und die noch aggressiver werden, wenn ihr die Adresse veröffentlicht. Aber GG an der Stelle. Suche. Was die Bild aber weggelassen hat, ist, dass der Täter schon längst geschnappt wurde und ein Geständnis abgelegt hat. Abgesehen davon, wie Doxing des Opfers bei der Erfassung des Täters helfen soll. Das war gerade übrigens auch eine nicht veröffentlichte Rüge. Rüge 3. Bild macht Selbstmörder identifizierbar. Verstoß gegen Richtlinie 8.5. Ein 50-jähriger Mann nahm sich im Wald das Leben. Die Bild berichtet darüber, zeigt wieder ein Foto, veröffentlicht Namen sowie Initiale des Familiennamen und zusätzlich wurde dieses Mal neben dem Alter der komplette Wohnort gedoxt. Der Bruder des Verstorbenen legte erfolgreich Beschwerde beim Presserat ein. Jetzt kommt wieder eine Knüller-Rechtfertigung der Bild. Die Polizei habe den Mann, der als vermisst gemeldet wurde, gesucht und man müsste ja die Öffentlichkeit über den Ausgang der Fahndung auf dem Laufenden halten. Ja, okay, wenn man das machen will, soll man es halt machen. Aber was hat das Doxing der privaten Daten mit der... Das ergibt keinen Sinn. Herzlichen Glückwunsch, ihr habt das Haus gefunden. Aufgabestelle... Ich verstehe es aber auch nicht, ne? Die wollen dann irgendwie noch Sachen mit dazu finden, wegen krasser Recherche und damit das noch heftiger wird. Und geil, in dem Ort ist es passiert, obwohl es eigentlich gar niemand interessiert. Ja, eigentlich juckt es niemand. Die wollen bloß immer eine heftige Schlagzeile haben, um dann noch irgendwie ein bisschen Text zu bekommen. Dann sollen die aber wenigstens was reinschreiben, was relevant ist und nicht der Wohnort, wo Leute noch am Ende geschädigt werden damit. Das werde ich nie verstehen. Verfehlt. 6-6, ihr Clowns. Immerhin hat sich der Autor selbst beim hinterbliebenen Bruder entschuldigt. Rüge 4, kurz und knackig. Bild verletzt Geheimsphäre einer Sportlerin. Verstoß gegen Richtlinie 8.4. Eine Spitzensportlerin wurde vorübergehend in die Psychiatrie überwiesen. Natürlich berichtet die Bild ausführlich darüber, wie es zustande kam und so weiter. Es ist ja nicht so, als wäre das verdammt nochmal privat und keine Sau was angehend. Außer die betroffene Person entscheidet sich dafür, darüber reden zu wollen. Das ist ein tiefer Eingriff in die Privat... Alter... Ich verstehe das nicht. Also, die müssen sich doch mal, also der das schreibt, der immer die Artikel schreibt, es sind ja viele Leute, die Artikel schreiben, die müssen doch auch mal sich darüber im Klaren werden, was das für die Person bedeutet, wenn dieser Artikel veröffentlicht wird. Also, die müssen doch das selber irgendwie Empathie empfinden. Was bedeutet das, wenn ich jetzt den Artikel raushaue? Als ob jemand möchte, dass veröffentlicht wird, hier, ich muss in die Psychiatrie, weil das und das funktioniert und ich komme nicht drauf klar. Es ist ja so ein privates Thema. Viele Leute schämen sich dafür oder die fürchten sich überhaupt für so einen Aufenthalt. Und die Bild veröffentlicht das vor hunderttausenden Leuten. Nicht nochmal. Wirklich Sphäre nicht nochmal. Und kann erst recht Schaden bei einer sowieso schon geschädigten Person anrichten. Empathie-Level 100. Herzlichen Glückwunsch. Außerdem hat sich ein fuchsiger Bildreporter auf die Lauer gelegt und ein Foto von ihr gemacht, auf dem sie vor der Psychiatrie zusammengebrochen zu sehen ist. Das wurde dann veröffentlicht. Alter. Was hat das mit der Berichterstattung zu tun? Rüge 5. Bild vorverurteilt Rentner als Rowdy. Verstoß gegen Ziffer 13, Unschuldsvermutung. In einem Supermarkt haben sich ein Rentner und eine Schlagersängerin gezankt. Beide Seiten sind handgreiflich geworden, jedoch ist nicht bekannt, wer der Schuldige ist oder wer angefangen hat. Die Bild war uns natürlich wieder einen Schritt voraus und wusste wieder als einziges, was überhaupt passiert ist. Zumindest denken sie zu wissen, was passiert ist, denn laut der Bild war der Rentner der Aggressor. Wie gesagt, es kann keiner wissen, was vorgefallen ist. Anders genug für die Bild den Rentner als Supermarktprügler, der die Frau verhöhnt haben soll, oder später als Supermarkt-Raudi, der mit Worten weiterprügelt, zu betiteln. Die Bild äußert sich gegenüber dem Presserat, sie wissen nicht, wo es da eine Vorverurteilung gäbe. Ja gut, zu der einen Partei wird gar nichts gesagt und die andere wird als Prügler betitelt. Ich wüsste nicht, wie man darauf kommen könnte, dass da eine gewisse Vorverurteilung stattgefunden hat. Rüge 6. Bild macht Busfahrer zum Täter. Verstoß gegen Ziffer 8. Bei einem Busunglück in Ungarn kamen 33 deutsche Urlauber. Bild macht Busfahrer zum Täter.
Glaube ums Leben. Warum man auch immer ständig erwähnen muss, dass der Deutsche... Ist ja auch egal. Die Bild veröffentlichte ein Foto des Busfracks, inklusive Foto eines Verstorbenen, dessen Leiche... Als ob mit Foto eines Verstorbenen. ...Kopf über aus dem Fenster hängt. Die Bild titelte als Schlagzeile... Er lenkte den Todesbus. Nebenan ein Foto des Fahrers mit Namen und Alter. Die Bild argumentiert Alter. Damit, dass sie ja nichts Verbotenes gemacht habe. Schlagfertig auf jeden Fall. Der Presserat widerspricht, das Persönlichkeitsrecht des... Ist so krank einfach. Keine Ahnung, so. Aber ja, da gibt es etliche solche Berichte, die man auch kennt, ja, die ich auch kenne, wo ich mir so denke, ja, das habe ich schon mal gesehen, irgendwo. Und dass das eine Rüge ist, heftig, ja, dass es jetzt nochmal auftaucht. Da sind so viele Sachen dabei. Ich denke, also eigentlich dürfen es gar nicht nur 200 Rügen sein. Das sind bei dem bestimmt eigentlich schon über 1000 Rügen, wenn man jetzt mal alles wertet. Fahrers überwiegt dem öffentlichen Interesse gegenüber. Mal abgesehen davon, dass die Bild aus dem Fahrer einen Täter machen wollte. Wow. Rüge 7. Die Bild dokumentiert den Sprung eines Selbstmörders. Verstoß gegen Ziffer 8 sowie Richtlinie 8.5. Das ist wohl das stärkste Stück dieses Videos. Da fangen die Ohren an zu schlackern, glaubt mir. Ein 29-Jähriger ist von dem Baugerüst einer Kirche gesprungen, um alles zu beenden. Die Bild war vor Ort und wollte natürlich helfen. Ja, war halt gelogen. Sie waren zwar vor Ort, geholfen wurde allerdings niemandem. Die Bild bevorzugte es, den Sprung genauestens zu dokumentieren. Die gemachten Fotos wurden auch gedruckt. Warte mal, die haben beobachtet, wie der runtergesprungen ist. Also die haben beobachtet, wie der Typ runtergesprungen ist, um sich das Leben zu nehmen. Um dann einen Bildartikel rauszuhauen. Ey, das ist ja an Grausamkeit kaum zu überbieten, ne? Die beobachten, wie jemand sich umbringt, um daraus einen Artikel zu schreiben. Müsst ihr euch mal überlegen. Die Kinder gehen wirklich über Leichen, anstatt dann direkt zu helfen. Nö, einfach mal noch einen Bildartikel. Ich meine, das ist so ein Bildartikel, ist natürlich mehr wert als ein Leben. Ja, wie gesagt, damals gab es auch noch den Fall, könnt ihr euch gerne mal anschauen. Der hieß Gladbeck. Gladbeck hieß das, genau. Das müsst ihr euch mal anschauen. Schaut euch gerne mal die Dokumentation einer Geiselnahme an. Geht eine anderthalb Stunde, ist sehr, sehr interessant. Also, die Journalisten waren dran schuld, dass am Ende, glaube ich, 3 Leute gestorben sind. Oder 2. Weil die ganze Zeit alles publik gemacht haben und das Ganze so aufgepusht haben, dass es dann so eskaliert ist. Also, ihr könnt gerne euch das mal später anschauen und dann werdet ihr merken, wie heftig das ist. Die ihn vor und während des Sprunges vom Gerüst zeigte. Während er runtergesprungen ist, als er im Flug war, wurden Fotos von der Bild gemacht, während ein Mensch gerade im freien Fall ist, der tödlich enden wird. Das kann und will man sich nicht ausdenken. Übrigens hat die Bild ihn durch die Fotos, die sie veröffentlicht haben, identifizierbar gemacht. Natürlich durfte der Name und das Alter auch wieder nicht fehlen. Die Beschwerde erfolgte von einer Krisen- und Lebensberatungsleiterin. Natürlich wehrte sich das Schmutzblatt wieder gegen die Beschwerde. Sie wollten ja nur den Sprung dokumentieren. Die wollten den Sprung dokumentieren. Den Sprung einfach. Die wollten den Sprung von einem, der sich gerade selbst umbringt, dokumentieren. Wenn das eine Rechtfertigung ist, wenn das eine akzeptable Rechtfertigung ist, dann gehören dort eigentlich mehrere Schläge. Da gehört eigentlich so eine Gehirnwäsche theoretisch mal, dass da vielleicht irgendwas ansatzweise wieder glatt läuft. Junge, was ist das für eine Schande? Also, das ist ja wirklich übelster Schund. Alter, der Punkt. Das ist doch der Punkt. Boah, lassen wir das. Der Presserat sieht die Bild ebenfalls schuldig, weil so eine detaillierte Bildabdruckung überhaupt nicht nötig war. Okay, jetzt wird es ein bisschen sehr absurd. Rüge 8. Oh, es kommt sogar noch eine. Bild unterstellt Zoochef, seine Tiere gegessen zu haben. Verstoß gegen Ziffer 2 und 9. Sorgfalt und Schutz der Ehre. Zugegeben, so ein bisschen... Das sind gleich zwei Sachen, gegen die verstoßen haben. Schmunzeln musste ich das schon. Ein städtischer Zoo musste aufgelöst werden. Zum Zeitpunkt der Auflösung waren kaum noch Tiere im Park und die Bild spekulierte, dass der Zoochef die Tiere gegessen hat. Das begründen sie damit, dass 3 Jahre zuvor ein Hängebauchschwein vom Amtstierarzt geschlachtet wurde. Der Zoobesitzer erklärt dem Presserat, dass es bereits vorher mit der Stadt vereinbart war, die Tiere vor der Auflösung zu verkaufen, was augenscheinlich auch passiert ist. Die Bild steht aber ausnahmsweise zu ihrem Fehler und entschuldigt sich. Letzte Rüge für heute... Immerhin, das ist das erste Mal, dass sie sich entschuldigen. Nichtsdestotrotz, also sonst klagen die ja immer dagegen und sagen, nö, es war nicht so. Als ob, wie kann man denn bitte sagen, der hat die Tiere gegessen? Was ist denn mit dem los? Ihr müsst euch mal vorstellen. Die verkaufen die Tiere? Nö, der hat die gegessen. Alter, was ist denn das für eine Scheiße, Junge? Was ist das? Das ist wieder an Dummheit nicht zu überbieten. Es wird nochmal hart. Rüge 9. Bild zeigt jugendliches Unfallopfer, Verstoß gegen Ziffer 8. Bei einem illegalen Straßenrennen ist ein 15-jähriger Zuschauer überfahren worden. Die Bild veröffentlicht einen Artikel mit der Überschrift Schaut hin, ihr irren Raser. Der Artikel war mit einem Foto der Leiche des überfahrenen Jungs verziert.
dessen Gesichtszüge gut erkennbar waren. Warum waren die gut erkennbar? Weil die Gesichtszüge durch die Blutlache, in der er lag, gespiegelt wurden. Wieder mit Namen und Alter abgedruckt. Die Bild gibt als Statement ab, man hätte darauf hinweisen wollen, wie gefährlich Autorennen doch seien. Alter, danke dafür, das hätte ich vorher nicht verstanden. Das hat auch nichts mit Aufklärung zu tun, dass es gefährlich ist. Jeder weiß, dass Autounfälle gefährlich sind. Egal wie, ob sie jetzt ob die jetzt rasen, ob die über eine rote Ampel fahren. Egal wie, Autofahren ist nun mal gefährlich, ja. Autofahren ist auch gefährlich, wenn du nicht rast, sondern wenn zum Beispiel Glatteis ist, du fährst dort mit 20 km/h und um eine Kurve und da rutscht dein Auto in den Graben, kannst du genauso sterben. Ne? Das sind halt so Sachen, jeder weiß es. Da brauchen die das nicht nochmal aufzeigen. Vor allem nicht mit einem Bild von einem Toten, dessen Gesicht sich im Blut spiegelt. Wie dumm. Es ist das erste Mal, dass ich das höre, dass es irgendwie gefährlich sein könnte. Ich weiß auch nicht mehr, was ich sagen soll. Warum man dafür einen unzensierten Toten abdrucken muss, ist mir schleierhaft. Ich bin mir aber todsicher, das Foto wurde nicht zwecks Sensationsberichterstattung abgedruckt. Es liegt der Bild ja bekanntlich fern, Grenzen zu überschreiten, um Umsatz zu generieren. Ich denke, das reicht für heute. Wenn euch das Video gefallen haben sollte, haben wir noch 250 weitere Rügen vor uns. Zeigt es mir und... Also sehr gutes Video auf jeden Fall. Muss ich auch sagen, sehr interessant. Ich denke, solche Videos kann Justinero jetzt nach und nach immer wieder bringen. Ist, denke ich mal, sehr, also finde ich sehr interessant. Ne? Ich finde es spannend. Muss man einfach mal so sagen. Könnt ihr gerne mal reinschreiben, ob ihr das spannend findet. Ich finde es persönlich spannend. Gute Sache.